Hallöchen. So, ich dachte mir, ich starte mal eine neue Serie hier auf meinem Kanal, denn das Jahr neigt sich so langsam dem Ende zu und ich habe ja jeden Jahr so eine Art Buchkalender. Früher habe ich die immer gekauft. In diesem Jahr, also 2022, habe ich den sogar auch selber gemacht, hier mit Plüschi zum Schmusi. Und ich dachte mir, ich mache jetzt für 2023 auch noch einen und nehme euch dann jetzt immer mit für den entsprechenden Monat und bastel da ein bisschen und mach das. Das ist jetzt nicht so krasses Journaling, wie viele können. Ich kann es nicht. Nur ich wollte euch das mal zeigen. Ich kann euch jetzt hier bei meinem Kalender auch nur ein bisschen was zeigen vielleicht. Ich muss mal schauen. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel ganz hinten so die Feiertage in Niedersachsen und so eingetragen. Und jeder Monat, jetzt muss ich auch mal schauen, hier habe ich denn hier was ich da entdecken kann. So, alles anders. Zack. Hat auch so ein Frontbild. Na, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich habe auch einen Kalender vorne drin und solche Geschichten. Und das möchte ich einfach wieder gestalten. Und da dachte ich mir, ich nehme euch wie gesagt mit. Ich habe hier so Notizbücher, die hatte ich mal geschenkt bekommen von meinem besten Freund. Der hat die mir mal mitgebracht. Und die packe ich gleich erstmal aus und möchte dann Front und Rückseite einmal dekorieren. Diesmal nicht mit Plüschi, sondern dafür möchte ich Ribbon nehmen. Also suche ich mir jetzt aus meiner riesen Ribbon-Box, mal gucken, ob ich die hier irgendwie drunter kriege. Da ist ganz viel drin, die ist riesig. Suche ich mir jetzt Ribbon aus und dann möchte ich das so da drüber flechten. Zeige ich euch aber auf jeden Fall, wie es geht. Ich hatte da schon mal ein Video zugemacht, wie man das macht. Aber ich denke mir, nochmal sehen ist immer schön. Das packe ich jetzt aus, knistert dann gleich ein bisschen hinter der Kamera. Da brauche ich euch ja nicht dabei haben. Und dann suche ich mir die Ribbons aus. Und dann würde ich sagen, wir fangen einfach mal an, ein Notizbuch schon mal vorzubereiten. Ich habe mir jetzt hier meine Bücher rausgeholt aus dieser Folie. Und jetzt habe ich ein graues und ein schwarzes. Und das schwarze werde ich dann auch nutzen für diesen Kalender. Das graue mache ich wieder weg in meinen Schrank. Nächstes Jahr brauche ich vielleicht auch noch einen. Solange kann das da gerne stehen. Und dann habe ich mir noch ein paar Ribbons rausgesucht aus meiner Grabbelkiste. Und ich nehme diesmal ganz, ganz viel Glitzer. Ich glitzer schon wie verrückt. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Ja, so ein bisschen. Weil ich das nur angefasst habe, ist mir egal. Ich will das einfach haben und will das benutzen. Und werde mir das dann einflechten. Habe mir schon doppelseitiges Klebeband hier hingelegt und hatte auch eigentlich eine Schere. Die ist auch hier. Und dann brauchen wir noch gleich zum Beispiel für dieses Innenteil, für hier, das habe ich mir ausgemessen, so eine Art Aufleger, weil wir ja hier dieses Ribbon reinkleben und das will ich dann auch noch verdecken. Das habe ich mir ausgemessen, das sind 21,5 x 14 cm und da werde ich mir dann hier aus diesem Block, habe ich mir schon eine Seite rausgesucht. Die sieht so aus und die schneide ich mir dann dementsprechend zu und klebe die dann auf. So, das dauert dann aber natürlich. Jetzt brauche ich erstmal mein doppelseitiges Klebeband und Platz. So, schauen wir mal, ob wir auch noch drinne sind in der Ansicht. So, jetzt nehme ich mir das Klebeband und mache mir hier oben schon mal eine Linie, wo ich dann mein Ribbon aufbringen kann. So. Steht ein bisschen über. Ein bisschen einkürzen. So. So, und dann nehme ich mir jetzt zum Beispiel schon mal eine Farbe raus. Hier ist jetzt zum Beispiel ein Silber. Das wickel ich mir dann einmal ab. Und kriege dann endlich mal auch ein bisschen was los. Und das glitzert hier alles voll. Ich sag's euch, das sieht dann nachher sehr interessant aus, als wäre ich im
Lucky Dye Lokal gewesen, hätte mir da die Tänze angeguckt. Wäre auch schöner wahrscheinlich wie basteln, aber was soll's. So, dann nehme ich hier das Ende und klebe mir das hier bündig. Ich hoffe, ihr seht das noch. Ich muss mal gucken. Ja, mache mir hier die Doppelseite Klebefolie, einmal die Trägerfolie etwas auf und klebe das bündig hier dran. Mache das wieder zu und klappe das dann einmal zu und lege das dann einfach dementsprechend einmal hier drüber und lasse das auch ein ganzes Stück überhängen, um das dann später dann auch wieder reinzukleben hier. Und das darf nicht zu kurz sein. Also großzügig abschneiden, weil wir das ja dann auch später noch flechten wollen. Und ich mache das wirklich großzügig. Ich behalte dann lieber noch ein bisschen Rest irgendwo übrig. Ich kann das eben mal messen, dass ihr seht, wie großzügig ich das wirklich mache. Ja, so 13 cm lasse ich das tatsächlich überstehen. Ich weiß, ich werde es nicht alles brauchen, aber sicher ist sicher. So, und das mache ich jetzt mit den anderen Farben auch. Werde mir jetzt hier das Braun abziehen und das Gold und so. Und das mache ich alles dann hinter der Kamera. Und sobald ich die Bahnen fertig habe, zeige ich euch, wie es weitergeht. Hier jetzt eine kleine Zwischensequenz. Ich habe jetzt hier im Wechsel immer ja, so einen Braunton und dieses Silber angebracht und dann einfach runterhängen lassen. Ganz zum Schluss brauchte ich ein Band, was etwas dünner ist. Da habe ich einfach einen Goldton genommen und darunter habe ich wieder ein doppelseitiges Klebestreifchen angebracht. Da werde ich nämlich dann diese Ribbons aufbringen, die mit diesen hier verflochten werden sollen. Und wenn die dann angebracht sind, damit man die dann nicht mehr sieht, werde ich das als Abschlusskante nehmen. Ich hoffe, das ist deutlich. Aber ansonsten seht ihr das ja auch definitiv. So, und innen habe ich dann hier auch noch schon mal einen Klebestreifen angebracht, wo ich dann ja nach dem Flechten diese braunen und silbernen Ribbons festkleben muss. So, jetzt werde ich hier wahrscheinlich mit Weiß arbeiten und werde mir jetzt hier so ein paar Streifen bereitlegen. Entweder ich mache das mit diesem hier oder ich nehme etwas dickeres, das entscheide ich noch. Aber auch da zeige ich euch dann gleich definitiv, wie das dann aussieht. Und dann können wir das dann auch alles schon zusammen flechten. Ich habe mich jetzt für die gleiche Konstellation der Farben entschieden wie vorher auch. Also auch das Braune und das Silberne. Ich wäre ja mal froh, wenn mal eins davon leer wäre, weil ich habe einfach wieder viel zu viel. So, und ihr seht das, das ist alles das Gleiche. Ich habe hier auch wieder diese Abschlusskante. Die wird dann ganz zum Schluss noch da drauf geklebt. Das heißt, die werde ich jetzt erstmal geschmeidig an die Seite legen. So, und jetzt habe ich hier innen auch noch unten eine Klebe, da und hier links, ne? Da und da habe ich jetzt auch noch mal Klebeband hingepackt. Die Maße, die ich hier vorhin ausgemessen habe, habe ich mir aufs Papier geschrieben, falls ich das gleich überklebe, dass ich das noch weiß. So, und jetzt können wir das alles einmal flechten. Das ist gar nicht so schwer. Wenn man das einmal gemacht hat, geht das relativ schnell. Und jetzt geht gerade die Sonne weg. Passt ja mal wieder. So, ich mache jetzt erstmal dieses Gefummel hier nach oben. Und das lege ich mir einmal glatt hin. Und dann können wir uns überlegen, wie möchten wir anfangen? Möchten wir erst oben anfangen oder unten? Ich mache das jetzt so. Ich fange an mit oben, dann beim zweiten unten, dann beim dritten oben, beim vierten unten und so weiter und so fort, immer im Wechsel. So, und dann haben wir auch die erste Bahn schon geflochten. Das lasse ich jetzt erstmal so hängen und später, wenn ich das dann alles unten habe, ich hoffe, ihr seht das auch,
Hier, dann kann ich das hinten umklappen und fertig machen. So, beim zweiten mache ich es genau andersrum. Ich fange an und packe es beim ersten drunter. So, ich hoffe, ihr seht das auch wieder. Und dann beim dritten, beim fünften, beim siebten, dann endet es genau anders wie beim ersten. So sieht das dann aus. Und das machen wir jetzt mit jeder Bahn. Also nochmal einmal zusammen, einmal drüber und dann wieder drunter. Dann drüber und drunter. Ihr könnt das natürlich auch alles einfarbig machen, wenn ihr möchtet. Oder ganz, ganz bunt in Regenbogenfarben oder was auch immer. Das ist natürlich jedem selbst überlassen. So. Das mache ich jetzt mit den anderen Bahnen auch noch. Und dann schalte ich euch wieder dazu. Geflochten sieht das jetzt alles schon mal so aus. Jetzt muss ich das alles nur noch ein bisschen festziehen und zurechtrücken und dann anbringen. Also ich mache das jetzt einmal mit euch hier mit der ersten Zeile zusammen. Also ich packe das hier wirklich fest, drehe das einmal um und löse mir hier das doppelseitige Klebeband ab. Da bin ich. So, und ziehe das einmal richtig stramm und mache das hier so fest und schneide mir dann tatsächlich auch den Überschuss weg. Das hebe ich mir natürlich auf, weil vielleicht kann man das sogar mal durchstanzen oder für irgendwas anderes benutzen als Hintergrund. Das ist ja kein Müll. So, und das mache ich jetzt mit den ganzen anderen Streifen auch. Die mache ich alle fest, ziehe die dementsprechend gerade daneben, ganz stramm ziehen, doppelseitiges Klebeband aufmachen und dann genau daneben machen, so, festmachen und dann wieder abschneiden. So, das mache ich jetzt erst einmal mit den Bändern, die horizontal laufen und dann mit den Bändern, die vertikal laufen. Und ganz zum Schluss kommen dann diese beiden goldenen als Abschlusskante dran. Nachdem jetzt hier alles glitzert, wie im Punkt-Punkt-Studio, P.Orno, eigentlich, dass ich da mal gewesen bin, bin ich jetzt soweit durch. Das ist jetzt hier meine Front. Die habe ich jetzt einmal gedingsbumst hier geflochten. Sieht man jetzt natürlich nicht so sehr, aber das stört mich gar nicht. Und jetzt werde ich hier noch diese schönen Bänder mit Kleber versehen und werde das hier als Abschluss einmal setzen und hier als Abschluss einmal setzen. Und dann habe ich auch schon die Front komplett fertig, so wie ich sie wollte. Und ich finde, die ist eigentlich ganz schön geworden. Und dann kommt auch schon das Innenblatt noch rein. Und somit wären wir mit dem Cover und mit der Innenseite schon fertig. Jetzt kann ich euch das ganze Werk nochmal zeigen. Das ist also meine Front. Dann habe ich hier mein Bild reingeklebt mit doppelseitigem Klebeband. Und bei mir ist es so, die ersten beiden Seiten, da klebe ich immer Post-its rein, wenn ich irgendwas habe. Und deswegen habe ich hier auch aus dem gleichen Block, den ich euch gezeigt habe, ist der hier, noch eine Seite rausgenommen, auch in 21,5 x 14 zugeschnitten und dann einfach da drauf geklebt. So, ich hoffe, euch gefällt dieses Format und beim nächsten Mal geht es weiter mit Teil 2. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob ihr selber eure Kalender für das Jahr bastelt oder ob ihr euch vielleicht welche kauft oder vielleicht gar keine macht. Und ansonsten, ja, bleibt so wie immer, vor allen Dingen bleibt gesund. Gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Für euch ist es kostenlos und mir helft ihr dabei, im YouTube-Algorithmus deutlicher zu erkennen, erkannt zu werden. Und ansonsten, ja, bleibt so wie immer und vor allen Dingen bleibt gesund. Bis bald!